Moin Leute, ich bin der Steffen, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, bei mir geht's wieder rauf und runter, aber für ein kleines Video ist immer noch Zeit. Und zwar geht's mal wieder um die CTE. Und zwar gibt's dort zwei neue Nachtkarten, einmal Savot und einmal Golmud. Im letzten Video über die Nachtkarten habe ich ja nur dieses Classic-Set gespielt. Und jetzt habe ich auch mal ein bisschen hier Normal getestet. Und ja, man muss ganz klar sagen, Classic ist besser. Natürlich hat man beim Classic-Set leider keine Außensicht für die Fahrzeuge, welche ich eigentlich immer ganz cool finde und tatsächlich einfach brauche. Ohne die habe ich echt Probleme zu fahren. Aber das Spotting fällt ja in gewisser Weise weg. Natürlich werden Gegner noch auf der Minimap angezeigt, aber das Dreieck über den Gegnern fällt ja weg, was bei einer Nachtmap wenig sinnvoll ist. Weil man kann wirklich, ich habe ja normal getestet, wild in der Gegend rumspotten und wild Q drücken. Und hast du halt einen Gegner, der am besten Ecke liegt, weiß ich nicht was. Es ist halt einfach zu einfach. Gut, das geht normal natürlich auch, aber halt Nachtmaps setzen ja den Fokus auf Stealth natürlich. Und wenn du dann durch ein bisschen Q-Spamming zig Gegner siehst, ist es halt irgendwie unpassend. Deswegen ist es eigentlich ganz gut, dass man lieber dieses Classic-Set spielt oder halt spielt auch Hardcore, damit diese roten Dreiecke wegkommen. Und nun zu den beiden Maps. Jo, der Mond ist krass. Oh mein Gott. Ist ja fast wie eine Sonne, nur mit blauem Licht. Natürlich, er blendet nicht ganz so extrem wie zum Beispiel eine Battlefield 3 Sonne. Aber er hat wirklich einen krassen Effekt, den man auf der ganzen Map erkennen kann. Mit Ausnahmen eben von Gebäude. Sobald du irgendwo draußen bist, dieses blaue Licht, was vom Mond ausgeht, siehst du quasi immer. Und es ist schon wirklich störend. Also das ist nicht nur so, ja, ein bisschen blau. Das ist halt wirklich schon was, die Sicht beeinträchtigen kann. Gerade so im Fahrzeugen bemerkt man das wirklich deutlich. Sonst aber von der Helligkeit, beziehungsweise der Dunkelheit, sind die Maps, würde ich sagen, nicht mal andersweise so dunkel wie Shanghai teilweise. Was auch am Mond liegen könnte. Super hell ist natürlich auch nicht. Aber keinesfalls so dunkel eben wie Shanghai. Bei Gebäuden sieht es so aus, richtig hell ist nur diese große Halle in Savot. Die ist wirklich komplett ausgeleuchtet, kann man eigentlich sagen. Und die kann man auch das Licht fast gar nicht wegschießen, die bleibt durchgehend eigentlich hell. Da ist also auch kein großer spielerischer Unterschied zur Tagversion. Entscheidend sind diese kleinen Häuser, die man eigentlich zum großen Teil auch immer kaputt schießen kann. Da sind jetzt auch immer Lampen drin, die kann man zum großen Teil kaputt schießen und dann wird das Gebäude auch wirklich dunkel. Dann kann man da wirklich auch nichts mehr sehen. Dies würde auch dem Prinzip einer Nachtmap auch viel näher bringen, weil es ist eben dunkel. Dort kannst du tatsächlich wirklich diese Lampe benutzen, um was erkennen zu können. Und ein Gegner, der eben in der dunklen Ecke lauert, den siehst du gar nicht. Also da ist das Prinzip von einer Nachtmap, gerade in diesen kleinen Gebäuden ist es, sagen wir mal, so angewendet, wie man es sich auch vorstellen würde. Aber da die Maps ja insgesamt außerhalb von Gebäuden eben nicht ganz so dunkel sind, gibt es hier auch auf den Maps Jets und Helis. Gut, Savot hat allgemein keine Jets, die gibt es hier natürlich auch nicht, aber Golmud hat sie eben. Und weil es eben ein bisschen heller ist, kannst du im Heli im Jet schon was erkennen, aber natürlich, es ist nicht so einfach wie auf einer Tagmap. Man muss auf jeden Fall ein bisschen genauer gucken, ah, ist da jetzt ein Gegner oder nicht. Wenn natürlich Spotting an ist, ist es kein Problem, aber teilweise, ja, ist es gar nicht so einfach. Es ist auf jeden Fall ungewohnter, viele Piloten, ist mir so aufgefallen, fliegen niedriger, weil du halt sonst nicht so gut was erkennen kannst. Und wie erst auch erwähnt, auch im LRV merkst du schon so, ja, der Mond lenkt ab, alles ist natürlich so ein bisschen störend und als Helipilot trifft dich das natürlich doppelt. Außerdem gehen Thermal, ENV und aller Kram, der geht ja noch nicht so perfekt. Der braucht recht lange zum Laden und hat auch so seine kleinen Bugs. Und Helis haben ihn zum Teil ja gar nicht. Der Helikopter-Gunner im Attack-Helikopter, der hat ja Thermal oder ENV. Der kann das ganz gut nutzen. Alternativ ist momentan noch nicht drin, sollen Scheinwerfer für die Helikopter kommen, um eben Gegner besser erkennen zu können. Natürlich wird man dadurch selber auch noch besser gesehen, aber meistens ein Helikopter, auch beim dunklen Nachthimmel, den siehst du zum großen Teil eigentlich immer. Scheinwerfer gibt es mittlerweile ja schon, zum Beispiel an Jeeps oder auch Tanks. Sie blenden eigentlich, wenn du vor denen stehst, extrem. Also wer es hat, der fällt auch schon auf, natürlich. Eine wirklich weite Sicht ermöglichen die aber nicht. Also die haben halt einen hohen Blendeffekt, aber diese Reichweite ziemlich begrenzt. Also als Fahrer selber ein bisschen was bringt der, wäre aber schön, wenn die weiter gehen würden. Ansonsten haben die beiden Maps keine großen Unterschiede zum Original. Es ist nicht so wie bei Shanghai, dass du eben sagst, Helikopter raus, Fahrstühle ausgeschaltet, Flaggenpunkt nach unten gestellt. Das ist hier noch nicht gemacht. Das ist quasi wirklich die natürliche Map, wie man sie kennt. Einfach nur dunkel. Jegliches Fahrzeug, was in der normalen Version drin ist, ist hier drin. Da hat sich eigentlich nichts getan zum Originalspiel. Aber ich muss sagen, es gefällt mir wirklich. Es macht Spaß. Mit Licht kann man teilweise gut was rausholen. Es ist heute nicht mehr ganz so dunkel, aber ey, macht trotzdem Spaß. Es ist nicht so, dass man trotzdem jeden Gegner sofort erkennt. Es ist halt wirklich schon dunkler, das merkt man schon. Und grafisch sieht es teilweise so top aus. Wirklich, wenn das schöne Feuer bei diesem dunklen Hintergrund brennt, das sieht man so gut. Es sieht wirklich klasse aus, muss man wirklich sagen. Super schick.
Und von den beiden Maps gefällt mir Savant noch ein bisschen mehr, weil diese Mischung aus Infanterie und Fahrzeug macht sich mit der Dunkelheit ganz gut, das geht gut auf. Golmud ist so ein bisschen, naja, weil halt viele Fahrzeuge spielen und im Fahrzeug hast du ja meistens eben sowas wie Thermal, da kannst du so die Nacht nicht ganz so gut miterleben. Finde ich noch nicht ganz so geil, deswegen, ja gut, sie ist nicht schlecht, aber ich finde sie noch nicht so gut wie eben Savant. Jo, und das war's auch schon mit diesem Video. Man sieht sich, haut rein, Daumen hoch ist wie immer ganz geil. Ciao.